Bon après-midi, monsieur, dames, c'est les femmes et les œufs. On ne veut pas mourir à l'hôpital. This is Women at X. We don't want to die in hospital. Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Thema ist Patientenverfügung und in den nächsten knapp 40 Minuten, die Eieruhr tickt, werde ich mich weiter meiner Patientenverfügung widmen. Beim letzten Mal habe ich hier was weggelassen. Das Ganze ist im September 2017 erstellt worden und ich mache das unter Zuhilfenahme des Vorsorgehandbuchs der Verbraucherzentrale NRW. Dies ist eine Patientenverfügung. Sie wurde unter Zuhilfenahme von das Vorsorgehandbuch Verbraucherzentrale NRW Düsseldorf, dritte Auflage, September 2017 erstellt. Ich setze die Verfügung mit eigenen Worten auf. Ich folge damit der Empfehlung der oben genannten Literatur auf Seite 20. Dort heißt es, es besteht also die Gefahr, dass die Patientenverfügung im Ernstfall nicht anerkannt wird. Daher sollten Sie Ihre Verfügung mit eigenen Worten aufsetzen. Im Folgenden beschreibe ich zuerst allgemein meine persönlichen Vorstellungen. Dies geschieht, indem ich die Fragen auf den Seiten F3 bis F8 beantworte. Ich folge damit der Empfehlung auf Seite F2 der oben genannten Literatur. So, und ich führe jetzt erstmal die Fragen auf. Ich habe schon die ersten beiden beantwortet und ich bin gekommen bis Frage 8. Bei welchen Leiden können Sie sich den Einsatz der sogenannten Alternativmedizin vorstellen? Wann könnte die Alternativmedizin für Sie auch ein Ersatz für klassische Behandlungsmethoden sein? So, jetzt eine Leerzeile für die Antwort und dann 9. Frage. Ich schlage die Seite F3 auf. Die ist weiter hinten. So, ich bin schon auf Seite F5 angekommen mit der 9. Frage und lautet, jetzt muss ich ein bisschen umräumen hier. Würden Sie dem Einsatz hochdosierter Schmerzmittel zustimmen, auch wenn das eventuell zu Bewusstseinstrübung oder zu einem frühen Tod führt? So. Würden Sie dem Einsatz hochdosierter Schmerzmittel zustimmen, auch wenn das eventuell zu Bewusstseinstrübung oder zu einem früheren Tod führt? Eine zu viel, das ist das. Gibt es Situationen, in denen Sie sich vorstellen können, dass auch weitere Behandlungsmaßnahmen zur Verbesserung Ihres Gesundheitszustands verzichtet wird? Welche sind das konkret?
Oder besser. So, gibt es Situationen, in denen Sie sich vorstellen können, dass auf weitere Behandlungsmaßnahmen zur Verbesserung Ihres Gesundheitszustandes verzichtet wird? Welche sind das konkret? 10. Frage jetzt. Elfte Frage. Welche Behandlungen wünschen Sie, wenn Sie längere Zeit bewusstlos sind, unter starken Schmerzen leiden, sich im Endstadium einer unheilbaren, tödlichen Erkrankung befinden oder wenn Sie geistig so verwirrt sind, dass Sie nicht mehr wissen, wer Sie sind, wo Sie sich befinden und Familie und Freunde nicht mehr erkennen? Das ist eine wichtige Frage. Da muss man sich gute Gedanken drüber machen. So, welche Behandlungen wünschen Sie, wenn längere Zeit bewusstlos sind unter starken Schmerzen leiden, sich im Endstadium unheilbaren schreibt man klein und ich muss hier auch mal, das macht mich gerade safe as. Das war hier mal da. So, und dann ändern wir hier einmal den Namen. Und heute ist der 24. Safe. Wir müssen da zwei U. So, unheilbar. Ups. Tödlichen Erkrankungen befinden oder wenn Sie geistig so verwirrt sind, dass Sie nicht mehr wissen, wer Sie sind, wo Sie sich befinden und Familie und Freunde nicht mehr erkennen. Fragezeichen. So. Was auch immer jetzt der Grund ist, warum das. So.
jetzt geht hier ein neues Kapitel los und ich müsste das vielleicht mal ein bisschen gliedern mit Überschriften. Das mache ich jetzt auch. So, hier kommt eine Überschrift hin und das sind Fragen zu meinen persönlichen Vorstellungen. So, und das ist untergliedert in 1 medizinische Behandlung. So, das können wir jetzt mal gerade in die Überschrift verwandeln. Das ist hier Title, Subtitle, Heading 1. Können wir auch in die Mitte setzen und unterstreichen. So, das ist dann Heading 2. Ruhig bis ganz vorne. Und das möchte ich am Rand stehen haben. Es kann durch Fett sein, aber dann halt unterstrichen. Das fällt dann nämlich auch raus. So, und jetzt kommt ein Inhaltsverzeichnis. Table, Format, Insert, Frame. Object, Indexes and Tables, Table of Content, eigentlich hast du den automatisch erstellt, ist ein bisschen anders als unter Windows, der hier kann mehr. Das ist das, was ich wollte. Okay. So, Fragen zu Ihrem. Ich glaube, so finde ich das schön. So, das darunter. Jetzt sieht es gut aus. So. Jetzt haben wir hier eine erste Überschrift und dann eine zweite Überschrift auf zweiter Ebene. Auf zweiter Ebene kommt jetzt wieder eine Überschrift. Und die heißt 2 lebensverlängernde Maßnahmen. Lebensverlängernde Maßnahmen. So,
sagen, dass das die zweite Überschrift ist. Auf zweiter Ebene, das soll nicht fett sein, aber kursiv und unterstrichen am Rand ist auch okay. So, und wenn wir das gemacht haben, dann kann man hier oben einmal auf Update Index Table gehen und dann taucht die auch schon wieder auf. Super. So. Gibt es Situationen, in denen Sie sich vorstellen könnten, dass auf weitere lebenserhaltende Maßnahmen wie künstliche Beatmung oder Ernährung mit einer Magensonde verzichtet wird? Welche Situationen sind das konkret? So, gibt es Situationen? Oder Ernährung. So. Welche Situationen sind das konkret? Fragezeichen. So. Auch hier möchte ich gerne, dass das durchgezählt wird. Numbering on off. Erste Frage zu den lebensverlängernden Maßnahmen und jetzt eine Zeile für die Antwort und dann die zweite Frage. Können Sie sich vorstellen, dass man Ihr Sterben bewusst beschleunigt, indem man Ihnen Nahrung oder Flüssigkeit entzieht? In welchen Situationen wäre das für Sie denkbar? Welche Nebenbedingungen müssten erfüllt sein, zum Beispiel Bekämpfung von Schmerz, Unterdrückung von Hunger und Durstgefühl, Vermeidung von Angstzuständen.
So, können Sie sich vorstellen, dass man Ihr Sterben bewusst beschleunigt, indem man Ihnen Nahrung und Flüssigkeit entzieht? In welchen Situationen wäre das für Sie denkbar? Welche Nebenbedingungen müssten erfüllt sein? Zum Beispiel Bekämpfung von Schmerz, Unterdrückung von Hunger und Durstgefühl, Vermeidung von Angstzuständen. Guter welchen Umständen wäre es für Sie akzeptabel, zum Beispiel durch Beruhigungsmittel Bettgitter oder Gurte daran gehindert zu werden, sich selbst oder anderen zu anderen Schaden zuzufügen. So, eine Zeile und dann geht das hier weiter mit drei Pflege, einen Schluck Kaffee. So, das ist wieder eine Überschrift auf zweiter Ebene. So, Heading 2. I don't want it bold, but I want it italic and underlined. So, kann man hier schön, ich mag das, Update Index Table, zack. Super. Es geht wieder mit einer Aufzählung los.
Wer soll sie pflegen, falls sie pflegebedürftig werden? Wo möchten sie leben, falls klar ist, dass sie für lange Zeit Pflege brauchen? Wo möchten sie leben, falls klar ist, dass sie für lange Zeit Pflege brauchen? Wann wäre für Sie der Zeitpunkt gekommen, in ein Heim umzuziehen? In dem zusammen, schaue ich das auch zusammen. Wann will ich ein Heim umzuziehen? So, nächste Frage. Es ein bestimmtes Heim
Was wäre Ihnen bei der Auswahl eines Heims besonders wichtig? So, letzte Frage in diesem Unterkapitel Pflegebedürftigkeit. Einzug ins Pflegeheim. Was soll mit Ihrer Wohnung, Ihrem Haus geschehen, wenn Sie dort nicht mehr leben können? Was ist mit Ihren Möbeln und sonstigem Eigentum? Soll mit Ihrer Wohnung, Ihrem Haus geschehen, wenn Sie dort nicht mehr leben können. Was ist mit Ihren Möbeln und sonstigen Eigen? Sechstens, neues Unterkapitel. 4, Vorstellungen vom Sterben. Ich bin auch gleich durch mit der Zeit, das heißt, ich kriege hier noch, na, vielleicht schaffe ich noch 2 Fragen. So, welche Dinge Ihren Tod gern geregelt? Welche Dinge würden Sie kurz vor Ihrem Tod gerne geregelt wissen? So, wieder eine Zeile zum Antworten und dann die nächste Frage. Ich mache die jetzt fertig, das sind nur noch 3 Stück. Wo möchten Sie Ihre letzten Tage Stunden
So, vorletzte Frage. Wen möchten Sie in Ihren letzten Tagen, Stunden gerne bei sich haben? Wen möchten Sie in Ihren letzten Tagen, Stunden gerne bei sich haben? Und die letzte Frage, wünschen Sie kirchlichen Beistand und die Zeit ist um? Wünschen Sie kirchlichen Beistand beim Sterben? So, alles schwierige Fragen. So. Danach kommen die Erklärungen zu den Textbausteinen der Patientenverfügung. Ja, mit den Fragen hat man aber auch schon genug zu tun. So, ich mache jetzt hier einmal abspeichern und dann werde ich mir das in Ruhe ansehen und dann hoffentlich in nächster Zeit beantworten. Dann kann ich nämlich mit den Textbausteinen weitermachen. In Patientenverfügung muss nämlich immer was drin stehen. So. Hier kann man noch so, wenn man jetzt mal Literatur richtig schreibt.